Ja, zunächst vielen Dank für die Einladung. Das ist sehr schön, dass ich hier sein darf, vor so einem interessierten Publikum. Es ist abends spät, das kommt nicht immer vor. Und ich erzähle was über das Waldsterben. Ich habe keinen Jigger hier. Reizwort Waldsterben. Ich habe das jetzt extra hier reingeschrieben, weil da gibt es auch eine Historie zu. Ich arbeite seit über 15 Jahren mit toten Bäumen, mit absterbenden Bäumen, Waldsterben. Habe auch schon Workshops darüber organisiert in Jena am Institut für Biogeochemie. Und in den Pressemitteilungen, die ich danach verfassen wollte, wurde mir das Wort Waldsterben immer rausgestrichen als No-Go. Reizwort darf man nicht verwenden, ist negativ belastet. Jetzt können wir es langsam wieder verwenden und ich glaube, es ist auch Zeit, dieses Mal wirklich das Wort Waldsterben zu verwenden. Es tut sich nämlich sehr viel in unseren Wäldern und obwohl sozusagen die Einstellung nach wie vor noch bis vielleicht vor 2 Jahren war, das ist was, was kommt und es geht wieder, glaube ich, sind wir jetzt so weit, dass wir wirklich begriffen haben, dass die Situation sehr ernst ist. Doch bevor ich über das Waldsterben 2.0 erzähle, möchte ich erstmal was über das Waldsterben 1.0 erzählen. Wir haben ja gesagt, hier sind sehr viele Studierende, die jüngeren Generationen, die kennen das vielleicht höchstens mal aus dem Fernsehen, vielleicht wird da mal ein bisschen was erzählt. Aber ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man sich das Waldsterben 1.0 nochmal durch den Kopf gehen lässt und auch ein bisschen was darüber lernt. So sah das damals aus, 1981. Der Spiegel titelt, der Wald stirbt. Schrecklich. Die Post zeigt Briefmarken, es ist 3 vor 12, die Uhr läuft ab, es ist vorbei. Untergangsstimmung im wahrsten Sinne des Wortes. Und sogar in der DDR gab es Briefmarken, die auch sagten, man sollte den Wald schützen. Das heißt also, auch im Osten war das ein großes Problem. Und das sah dann auch teilweise, wenn ich jetzt noch den Pointer finde, das sah dann ja auch teilweise wirklich sehr krass aus. Das sind Foto von der tschechischen Grenze. Wir sehen diese verblassten Fichtenleichen, ganze Hänge, die abgestorben waren. Kein schönes Bild, sehr dramatisch. Aber wenn wir uns das Wort Waldsterben und auch so ein bisschen diese Aufarbeitung durch den Kopf gehen lassen und das auch in der Presse ein bisschen mitsehen, und wenn ich Sie jetzt mal fragen würde, was glauben Sie, was heißt Waldsterben auf Englisch? Oder auf Französisch? Waldsterben oder Waldsterben. Und das hat damit was zu tun, dass wir Deutschen ein ganz, ganz besonderes Verhältnis zum Wald haben. Für diejenigen, die es vielleicht nicht wissen, gleich wissen sie es. Das reicht auch lange zurück. Ins 16. Jahrhundert gab es eine Holznot. Holz war knapp. Die Landschaften sahen dann so aus, ich weiß nicht, ob Sie das hinten erkennen können, alles nackt. Es wurde einfach alles abgeholzt. Und dementsprechend gab es sehr frühe Regelungen zur Waldnutzung, 1560, 68 Bayerische Forstordnung oder aber auch die Sächsische Forst- und Holzordnung von 1560, in dem die Nachhaltigkeit schon schriftlich niedergelassen ist. Das heißt eigentlich, Nachhaltigkeit ist was sehr Forstliches, die ist die verbleibende und beharrliche Nutzung des Waldes. Und dann so ein bisschen auch dieses Romantische, was damit reinkommt in Deutschland. Der Deutsche sieht sich gerne als diesen Waldmann, der erhaben durch den Wald schreitet und sein Reh jagt. Sieht ja auch hübsch aus, wenn wir uns das Bild dort anschauen, Jäger und Sennerin. Der Wald sozusagen als unverfälschte deutsche Landschaft, auch ein bisschen im Kontrast zur französischen Urbanität, das Leben am Hofe und der Deutsche ein bisschen robuster. Dann gibt es Begriffe wie die deutsche Eiche. Es gibt keine deutsche Eiche, aber in Deutschland ist das ein Begriff. War das so lustig? Und es hat sich über diese Jahrhunderte dann ein generations- und schichtübergreifendes romantisches Waldbewusstsein entwickelt, was auch heute noch durchaus präsent ist. Das heißt, wir haben diese wirklich sehr, sehr tiefe, dieses tiefe Verhältnis zu dem Wald und sobald was im Wald passiert, sind wir auch schon gleich auf den Barrikaden. Und das ist ja auch eigentlich ganz gut so. Das hat dazu geführt, dass es in Deutschland auch sehr, sehr früh schon Naturschutzorganisationen gab. 1899 Bund für Vogelschutz, 1913 Naturschutz Bayern.
Dann natürlich, klar, kamen die Kriege, zwischen den Kriegen, da waren die Sorgen andere, aber dann in den 60er Jahren, Wirtschaftswunder und erste Bürgerinitiativen werden gegründet. Hier geht es um die Verschlechterung der Qualität von Wasser, Luft und Boden. Wir kümmern uns um unsere Natur. 70er Jahre, die Untergangsstimmung fängt so ein bisschen an. Ölkrise, ich kann mich noch daran erinnern, autofreie Sonntage, das war geisterhaft im wahrsten Sinne des Wortes. Widerstand gegen Atomenergie, das Poster scheint das ja, drückt das sehr gut aus. Es war wirklich eine Atmosphäre von Untergang, da kamen ja noch andere soziale Strömungen damit zu. Kalter Krieg natürlich, klar, und dann gründeten sich Umweltschutzverbände und auch politische Parteien. Ich weiß nicht, das hört sich merkwürdig hier an, gut. Ja, und dann 1983 ziehen die Grünen in den Bundestag ein und das war was ganz Neues in der politischen Landschaft in Europa und das hat zu einer Verkrünung der deutschen Gesellschaft geführt und das, denke ich, ist eine gute Sache. Wir waren Vorreiter und ich glaube, es wird ja eben gerade nochmal angesprochen worden, das Klimaschutzpaketchen, wir sollten doch wieder ein bisschen mehr tun, damit das auch weiterhin so ist. Aber wie sah es damals aus? Eigentlich flächendeckend, Schäden im deutschen Wald. Wenn wir hier das uns anschauen, die Karte, das jetzt hier, was so rot ist, hauptsächlich Bayerischer Wald und hier im Schwarzwald, also je roter, je größer der Anteil an Schäden in diesen Waldgebieten. Aber eigentlich flächendeckend Schäden zu erkennen, hier am Beispiel der Fichte, wie ein gesunder Baum aussieht, da kann man nicht durchgucken. Und wenn er geschädigt ist, wird er schon ein bisschen Licht und hier, da ist nicht mehr viel von der Krone übrig. Der sieht nicht mehr gesund aus, aber nicht nur überirdisch, natürlich klar, hier die Nadeln fallen ab, aber auch im unterirdischen Bereich. Weniger Verästelung des Wurzelsystems, Verringerung der Mikorrhisierung, also mit der Bodenfauna und Flora. Aber was ist genau da passiert? Saure Regen. Bei vielen, wenn ich das anspreche oder mal nachfrage, wird gesagt, okay, der saure Regen hat die Blätter verätzt, die sind dann abgefallen. Dem war natürlich nicht so, was aber in der Tat ist, ist, dass der Eintrag von den Emissionen, Stickoxid und Schwefeldioxid, bilden sich Säuren mit der Luftfeuchtigkeit, die dann abregnen und dann habe ich einen Eintrag von Protonen im Boden. Und diese stören sozusagen die Bodenchemie, indem sie sich an die Bodenpartikel heften und da die leckeren Nährstoffe für die Pflanzen ablösen, die dann in der Bodenlösung verloren gehen, also ins Grundwasser abgespült werden. Soweit zum sauren Regen. Und was passiert dann? Das ist an dem Beispiel der Fichte. Eigentlich, was man feststellen konnte, dass es nicht sozusagen eine Verringerung des Wachstums war oder dass die Bäume, die abstarben, nicht geringer gewachsen sind, sondern ganz im Gegenteil, das waren eigentlich Bäume, die wuchsen, die dann gelbe Nadeln hatten und deswegen, weil deren Nährstoffhaushalt durcheinander gekommen ist. Ich habe die erhöhten Einträge von Stickstoff, das heißt, ich habe eigentlich eine Düngung, aber gleichzeitig verliere ich die anderen Nährstoffe im Boden und dementsprechend habe ich ein unausgewogenes Nährstoffverhältnis im Blattgewebe. Die Blätter vergilben und fallen ab. Und zudem Schäden in Membranen und Geweben in den Blättern über bodennahes Ozon. Die Bildung von Ozon unter Sonnenlicht, hier habe ich wieder die Stickoxide, flüchtige organische Substanzen und dadurch wird im Bodennähe Ozon produziert, was dann im Pflanzengewebe, in der Feuchtigkeit des Pflanzengewebes zu radikalen Sauerstoffspezies wird, die dann Membranen zersetzen und zum anderen, was auch passiert, die Pflanzen machen die Schotten dicht, die schließen die Spaltöffnung. Und dann ist natürlich klar, ich mache die Spaltöffnung zu, weniger CO2 wird aufgenommen, weniger Photosynthese betrieben, ich kann weniger Abwehrstoffe bilden und letztlich werde ich krank. Und das ein anderer Nebeneffekt. Und dann gab es natürlich damals Aussagen, die auch schon sehr, sagen wir mal, stark waren. Die ersten großen Wälder werden schon in den nächsten 5 Jahren sterben, sie sind nicht mehr zu retten. Im Jahr 2000 wird es keinen Wald mehr geben. Und ich glaube, das war natürlich eine Aussage, die dann im Nachlauf ein bisschen dazu geführt hat, dass der Begriff Waldsterben so ein bisschen negativ behaftet war, weil wir wissen das ja, im Jahr 2000 gab es sehr wohl noch einen Wald. Ja, und dann haben wir aber auch was getan. Man darf das nicht nur negativ sehen.
sozusagen, dass wir das ein bisschen überspitzt bearbeitet haben, sondern es war ja auch, haben wir eben gerade schon von gesprochen, öffentlicher Druck auf die Politik. Dann flächendeckende Einführung von Rauchgas in Schwefelanlagen gegen die Stickoxide, Schwefeldioxid, die Einführung ebenfalls flächendeckend verpflichtend von Fahrzeugkatalysatoren, um halt auch die Produktion von Ozon und den Eintrag von Stickoxiden zu verringern. Das heißt, wir haben was getan und es hat auch was gebracht. Man sieht es hier, dass die Verringerung, den Eintrag von Stickoxid in der Atmosphäre und dann auch im Wald Maßnahmen, um sozusagen die Bodenqualität wieder zu verbessern, die Waldkalkung einmal um der Versauerung entgegenzuwirken und zum anderen um die durch verlorenen Nährstoffe auch wieder mit einzubringen. Und dann 2003 war alles vorbei. Waldsterben ist over, der Wald wächst wieder gesünder, unsere Wälder sind schöner geworden. Das natürlich vor dem Hintergrund, wie ich das gerade erwähnt habe, einer solchen Aussage, hat bei vielen Leuten den Eindruck erweckt, dass diese ganze Idee des Waldsterbens einfach nur eine fixe Idee von verrückten Wissenschaftlern war oder eine Verkaufsstrategie, um an Forschungsgelder zu kommen. Und dementsprechend der schlechte Ruf. Und dementsprechend durfte ich diese Worte in meiner Pressemitteilung nicht verwenden. Gut, dann zum Klimawandel, zum Waldsterben 2.0. Und ich hoffe, damit kann ich ein bisschen zeigen, wie dramatisch die Situation jetzt eigentlich ist. Eigentlich, trotz Waldsterben, das war 2015, Angriff auf einen Mythos, der deutsche Wald ist wieder in Bedrohung, der deutsche Wald ist längst nicht so robust, wie wir immer glaubten, der Klimawandel setzt ihm jetzt schon zu. 2015 fängt es so ganz langsam an, dass in den Medien die Idee reinkommt, okay, da muss eigentlich irgendwie, müssten wir uns wieder Gedanken um die Gesundheit des deutschen Waldes machen. Und 2018, das waren ein paar Bilder, die ich damals in Hessen gemacht habe, das sieht dann natürlich auch dramatisch aus. Wenn man durch den Wald geht und sieht diese abgestorbenen Bäume überall, dann fragt man sich dann doch, okay, das Waldsterben ist jetzt doch wieder da und diesmal kräftig. Und die Medien sind jetzt auch wieder da. Da geht es um Schäden, hier auch der Patientwald, Schaden im Wald, das hält der Wald nicht mehr aus. Und jetzt auch neuerdings, seit 2019, nach den ganzen Ereignissen der beiden letzten Jahre ja nun, Waldsterben 2.0. Das heißt, jetzt dürfen wir es wieder verwenden. Und ich glaube, wie gesagt, es ist Zeit, dass wir es auch wieder in den Mund nehmen, auch mit all Kritik an dem Wort Waldsterben. Es ist ja nur kein Superorganismus, der krank ist, sondern es sind ja eigentlich einzelne Arten, die hier betroffen sind. Das Erstaunliche aber ist daran, dass das alles eigentlich hätte schon früher aufgenommen werden können oder sollen, auch in der Öffentlichkeit. Das ist eine Karte, die wurde 2009 von einem Kollegen von mir veröffentlicht, die aufzeigt, Mortalitätsereignisse eigentlich in allen bewaldeten Regionen der Erde, die bedingt sind durch erhöhte Temperaturen und durch Dürre, klimabedingt, klimawandelbedingt sozusagen. Das heißt, 2009 international gesehen wird Waldsterben ein großes Thema. Und ich als Wissenschaftler, der eigentlich eher international tätig ist, mache das auch schon so lange, eigentlich schon noch ein bisschen länger. Und ich habe mich immer gewundert, warum in Deutschland das niemand anfasst. Wir haben diese Karte nochmal abgedatet, jetzt sind noch viel, viel mehr Punkte da drauf und eigentlich kommen da fast täglich neue Punkte auf diese Karte hinzu. Das heißt, es ist nicht sehr schön. Aber was ist denn jetzt eigentlich dieser Klimawandel? Zum einen natürlich, klar, das wissen wir alle, die sozusagen Jahresmitteltemperatur erhöht sich. Wir sind jetzt ungefähr bei einem Grad Erhöhung. Ich weiß nicht, wer den Exxon Report von 1982 gesehen hat, das wussten die 1982 schon, dass es im Jahr 2019 so sein wird. Das konnten die schon ausrechnen. Das ist eigentlich jetzt nichts Neues. Aber was ganz besonders schlimm für Pflanzen ist, ist sowas wie hier. Das ist diese Sommertemperaturverteilung. Und was wir hier sehen, ist es nicht nur, dass wir also in dem Langzeitmittel, gut, geht von 1974 bis 1984, aber dann im ersten Jahrzehnt vom 21. Jahrhundert sehen wir, dass es gibt diese Verschiebung nach rechts, also eine erhöhte Mitteltemperatur, aber diese Verteilung ist jetzt auch gestaucht.
Und das heißt, dass wir in diesen Enden dieser Verteilung, die werden natürlich jetzt auch größer. Und wenn ich eine Baumart bin, die das hier heiß findet, naja, auf einmal habe ich eine ganze Menge an Tagen, an denen es mir eigentlich zu heiß ist. Das heißt, das ist ein richtiges Problem. Wir haben mehr extreme Ereignisse. Niederschläge. Deutscher Wetterdienst hat leider noch nicht so richtig die Datengrundlage dafür geschaffen. Das sind Daten aus Nordamerika, aus den Vereinigten Staaten. Die zeigen, dass auch der Anteil an extremen Niederschlagsereignissen, die substanziell an dem Jahresniederschlag oder dazu beitragen, dass das auch ansteigt. Das haben wir, wir haben jetzt mehr geballte Niederschläge. Das, von Beobachtungen kennen wir das ja auch alle ein bisschen. Das heißt, eine Pflanze, es ist heißer, ich habe mehr extreme Temperaturen und gleichzeitig kriege ich nur ab und zu was. Und von dem, was dann fällt, oft komme ich gar nicht hin, weil das läuft oberflächlich ab und meine Wurzeln kommen auch gar nicht ran. Schlechte Bedingungen. Deutsche Daten hier vom Deutschen Wetterdienst, auch sehr gut, was man hier sehen kann, die roten Punkte, das ist alles seit Beginn des 21. Jahrhunderts. Wir sehen hier Temperaturverteilung im Vergleich zum dem Standard sozusagen von 1961 bis 1990. Eigentlich alle Jahre waren zu warm im 21. Jahrhundert. Das heißt, wir reden jetzt nicht nur von irgendwelchen, ist halt mal ein heißer Sommer gewesen, sondern wir haben eine Tendenz, die sich immer weiter fortsetzt. Für die Niederschläge ist es nicht ganz so klar, aber doch die meisten Jahre sind eher trockene Jahre hier unten in diesem Viertel drin. Und 2018 natürlich eines oder das extremste Jahr, seitdem es Wetteraufzeichnungen in Deutschland gibt. Und dann dazu, das ist auch sehr schön, von 1881, schöne Grafik vom Deutschen Wetterdienst bis 2019 im April. Man sieht hier, dass es immer mehr, dass es immer roter wird. Das heißt, es wird ja immer wärmer, aber je roter das wird, je länger sind die warmen Phasen. Und was im April 2018 war, es waren zum ersten Mal 13 Monate im April, letztlich am Ende des Sommers waren es dann 17 Monate, lang hintereinander zu warm. Das heißt auch wiederum eine Belastung natürlich für eine Pflanze, die diese Bedingungen ja natürlich erstmal so nicht gewohnt ist. So, und was passiert jetzt in der Pflanze? Jetzt haben wir das gehört, klar, wir kennen das ja auch, eigentlich die Sommer waren für uns ja eigentlich ganz nett, schön warm, muss man nicht in den Süden fahren. Für die Pflanze ist es eher problematisch. Ich habe die Verdunstung, wenn es heiß ist, das heißt, ich habe einen höheren Wasserbedarf. Gleichzeitig in der Regel haben wir dann auch weniger Niederschläge. Ich habe weniger Wasser im Boden und jetzt wird ordentlich Wasser gepumpt. Das Problem dann ist, wenn hier unten im Boden weniger Wasser zur Verfügung steht, ist, dass in dem Leitgewebe, die ja wie, sagen wir mal, ganz dünne Strohhalme sind, entsteht eine Saugspannung, das ist eigentlich immer eine Saugspannung, aber die wird dann so stark, dass unter gegebenen Bedingungen der Wasserfaden sozusagen dann reißen kann. Und das ist wie wenn Sie eine Saugpumpe haben und da kommt ein Luftbläschen rein, eine Embolie, dann ist es mit dem Saugen vorbei. Und das passiert bei einer Pflanze dann natürlich auch. Bei einem Baum ist das ganz besonders kritisch, weil ein Baum halt nebenbei noch sehr, sehr hoch ist. Der muss halt der Schwerkraft noch entgegenwirken. Oder aber er macht die Spaltöffnungen zu. Dann vermindert er hier die Verdunstung, dann gibt es auch weniger Schäden im Leitgewebe, aber was passiert dann? Er kann weniger CO2 aufnehmen und aus dem CO2 macht er den Zucker. Das heißt, die Photosyntheseraten gehen runter, er hat dann weniger Zucker, der Transport von Kohlenhydraten geht auch runter. Das heißt, er kann weniger von dem wenig gebildeten Zucker auch noch in dem Pflanzengewebe verteilen, zum Beispiel dahin, wo es gebraucht wird, im Stamm, wenn da sowas wie ein Borkenkäfer gerade ist, gegen den er sich verteidigen muss. Er kann weniger wachsen und er kann auch weniger von diesen Abwehrstoffen bilden, weil einfach keine Ressourcen dafür da sind. Ja, und dann passiert das so, wie das im Jahre 2018 war. Das sind jetzt von Satellitendaten, aus denen man einen Normalized Difference Vegetation Index erstellen kann. Das ist im Prinzip ein Greenness Index, das heißt, wie grün die Pflanzen sind, aber gleichzeitig auch ein Zeigewert für Stress in Pflanzen. Und was wir hier sehen, so bisher war eigentlich 2003 immer unsere Messlatte. Das war der Jahrhundertsommer, da war es so heiß und da sind Pflanzen abgestorben und Bäume abgestorben. Das war das Katastrophenjahr. Jetzt sehen wir hier an der Grafik, je roter das wird, je weniger vital oder je mehr gestresst ist die Vegetation und in dem Falle Wald. Und was wir wirklich sehen können, ist, dass im Vergleich zu 2003, 2018
ja doch noch einen viel größeren Effekt hatte. Und es hat sich in 2019 nicht wirklich verbessert, eigentlich im Gegenteil. Und dazu kommt noch hinzu, dass es das zweite Jahr in Folge war. Das heißt, wir haben hier jetzt, das ist auf das Jahr verteilt dargestellt, das heißt hier von Januar bis, das ist die Wachstumsperiode, und das ist von Mai bis November. Das heißt auch wieder hier rot heißt gestresst. Und wir sehen, dass die Anteile von gestressten Gebieten, Waldgebieten in 2018 sehr groß war im Vergleich zu 2003, aber dann 2019 prinzipiell nochmal das Gleiche hinterher. Ja, und dann passiert das. Hier oben kennt jemand den Nationalpark Hainich. So sieht das da jetzt im Moment aus. Hier unten sehen wir schön, hier, das sind Fichten, die tot sind. Da haben wir uns ja mittlerweile dran gewöhnt, dass die sterben. Aber hier oben, das sind Buchen. Buchen, das war unser Zukunftsbaum. Der sollte gut sein für den Klimawandel. Da ist er, der Zukunftsbaum. Aber auch andere. Dann gab es Eichen, Kiefern, Eschen, Lärchen, Ahorn. Das geht so weiter. Die Bäume sterben. Nicht überall, nicht gleich viel. Manche Arten sind stärker betroffen als andere, aber es tut sich was und das sieht sehr unschön aus. Und das kann dann teilweise dann so aussehen. Das ist jetzt ein Fichtenbestand im Harz. Da lebt nicht mehr viel. Und das ist ja klar, da wissen wir, was da passiert ist, der Borkenkäfer. Und der Borkenkäfer, sehr interessante Geschichte, weil der natürlich mit der Fichte jetzt sehr gut klarkommt. Das heißt, das ganze System, wie das läuft, da haben wir erst ein Männchen, was auf einem Baum, einen Baum befällt, sich da etabliert, ist der Baum gut für das Männchen, das heißt, der kann sich eingraben, ohne dass er schon vorher irgendwie von der Fichte sozusagen das Leben schwer gemacht bekommt, über Harztrichter, also über die Harzbildung oder über Abwehrstoffe, dann holt er seine Freunde, die attackieren dann auch, dann gibt es Paarungen, Eierentwicklung. Hier diese Pilze, die dann auch noch mitgebildet werden, die der Nahrung des Käfers oder der sich entwickelnden Larven dienen, aber auch gleichzeitig die Abwehrstoffe des Baumes entgiften. Ja, und dann kommen solche Zahlen hier zustande. Das wurde letztes Jahr in Nordrhein-Westfalen, wurde das sich mal angeschaut. In einem Baum, in einem befallenen Baum können dann bis zu 1600 Käfer sein, 29.000 Larven und nochmal 4.000 Puppen. Das ist ein Massenbefall, gegen sowas ist kein Baum natürlich dann gewachsen. Und wenn wir uns das dann nochmal vorstellen, wie das jetzt über die Jahre sich entwickelt, gerade wenn wir 2 Jahre, vielleicht das nächste Jahr auch noch trocken und warm hintereinander haben, ein Weibchen legt ungefähr 80 Eier, davon sind die Hälfte Weibchen. Das Weibchen legt noch eine Geschwisterbrut, nachdem es in einem Baum war, geht es nochmal zu einem nächsten, macht dann nochmal das Gleiche. Das 3 Generationen im Jahr, letztes Jahr, dann kommen da 150.000 Nachkommen von einem einzigen Weibchen. Und das ist definitiv nicht gut für unsere Fichten. Ja, und die, das kommt natürlich daher, diese vermehrten Generationen, weil das wechselwarme Tiere sind und einfach die Entwicklung der Käfer, der Puppen bis zum Käfer, bis zum erwachsenen Käfer, einfach bei höheren Temperaturen viel schneller ist. Hier bei ungefähr 19 Grad dauert das ungefähr 50 Tage. Und wenn wir jetzt hier, sagen wir, 24 Grad haben, das sind es 35 Tage. Schönes, warmes Jahr. Die entwickeln sich rasend schnell, kommen wieder schneller raus, gehen zu neuen Bäumen und dann geht das immer weiter. Ja, und der Baum, der will sich gegen die Trockenheit schützen, macht oben die Spaltöffnung zu, kann weniger Zucker produzieren, kann damit natürlich auch weniger Harz produzieren, weil das alles hier, diese Ecken, sind ja alles Kohlenstoffmoleküle, Kohlenstoffatome. Das heißt, alles das, was der Baum tun kann, um sich zu verteidigen, kann er jetzt weniger, weil einfach weniger Photosynthese betrieben wird unter diesen bestimmten Bedingungen. Das ist eine schlechte Kombination. Das sind Daten aus Thüringen und so sieht das dann geschichtlich aus. Von 1974 bis 2019, das sind die Schadholzmenge in Festmetern. Und was sehr gut was man hier sehr gut sehen kann, ist, dass normalerweise, wenn es solche, sagen wir mal, Erhöhungen in der Schadholzmenge durch den Borkenkäfer kam, lag das meistens an hier Sturmbruch, Schneebruch, hier ein Sturmtief, normalerweise das, aber jetzt hier die Trockenheit. Und jetzt sehen wir hier, das sind ja Größenordnungen, Unterschied zu den normalen Verhältnissen. Das heißt, es ist wirklich, sag mal, für die Fichte im Moment steht es nicht so gut. Ja, und dann sind jetzt so ein bisschen die
Themen, die jetzt in der Presse sind, die Fichte wird verschwinden, das Ende der Fichte, raus damit, weg. Ich bin nicht so ganz überzeugt, ob das so die richtige Einstellung ist. Klar, wirtschaftlich gesehen ist es mit der Fichte im Moment wahrscheinlich sehr, sehr schwierig, aber in vielen anderen Punkten, und da komme ich gleich nochmal dazu, glaube ich, ist die wissenschaftliche Basis dafür, für solche Aussagen im Moment noch nicht gegeben. Aber definitiv, es tut sich was im Wald und auch der Forst macht sich Gedanken über solche Sachen, dass wir einfach jetzt an Formeln, die wir bisher hatten, die müssen wir wahrscheinlich aufgeben. Aber es ist ja nicht nur die Fichte. Gerade das sind auch wieder Daten aus Thüringen, wenn man sich das anschaut, hier 1,7 Millionen Festmeter Schadholz. Dieses Jahr, das war im August, bis August gezählt, aber das meiste davon ist Laubholz und davon wiederum das meiste ist die Buche, unser Zukunftsbaum. Das heißt also, es sieht nicht sehr gut aus. Und dann muss man sich fragen, wo wird denn nun die Reise hingehen mit unserem lieben, schönen deutschen Wald? Wie wird der Wald der Zukunft aussehen? Und was jetzt auch immer wieder öfters zu hören ist, naja, wir waren einfach zu langsam im Waldumbau, die Förster sind an allem schuld. Die kümmern sich nicht ordentlich um den Wald, die haben das alles nicht richtig gemacht, deren Schuld. Ich bin ja auch Forstwissenschaftler und sehe das ein bisschen anders und ich möchte meine Kollegen hier ein bisschen verteidigen. Stellen Sie sich vor, ich glaube, für einen Förster, man muss sich mal so vorstellen, das ist ja ein Beruf, in dem man eigentlich immer nur alles falsch machen kann. Stellen Sie sich vor, Sie sind Autobauer und es dauert 80 Jahre zur Produktreife Ihres Autos. Wie will man das denn planen? Was wissen wir denn, wie in 80 Jahren der Bedarf für unsere Autos sind? Wie das auszusehen hat, wie mit welchem Treibstoff der fahren soll. Und so ist es im Forst. Das dauert 80 Jahre, bis da hinten irgendwann ein Produkt rauskommt. Wie sollen die das denn planen? Und dann gibt es ja dann auch noch solche Geschichten. Das ist hier Luftbilder aus dem Thüringer Wald. Der Waldabbau, hier 1945, da 1955. Da musste einfach Holz, Walder müssten da gerodet werden wegen Reparationszahlungen. Ja, und was macht man danach? Man will irgendwas haben, was schnell wächst. Und was macht man dahin? Was wächst schnell? Im Thüringer Wald vor allen Dingen noch? Fichte. Wussten die damals, dass wir Klimawandel bekommen? Nee, natürlich nicht. Und die Sorgen waren andere. Und dann vor allem, ganz egal, was der deutsche Förster heute tun möchte oder kann, das ändert sich alles zu schnell. Das sind Daten hier, das sind Projektionen, aber das sind Klimadaten, Sommertemperaturen für Erfurt. Hat ein Kollege von mir berechnet, letztens bei einem Workshop hat er das präsentiert, fand ich sehr interessant. Das ist 2019, 20,1 Grad, durchschnittliche Sommertemperatur. Hat es nie gegeben, das erste Mal. Ja, wenn man sich die Daten hier von 1889 bis 1918 anguckt, hat es nie gegeben. Das erste Mal hier von 1989 bis 2017 ist es zweimal vorgekommen. Wenn wir uns jetzt die Klimaprojektionen angucken mit den verschiedenen Emissionsszenarien und wir sind im Moment immer noch hier, Business as usual, wir haben nichts gelernt, dann wird der heiße Sommer 2019 eher zu den kühleren Sommern in der Periode 2071 bis 2100 gehören. Und was macht dann der deutsche Förster? Welchen Baum soll der denn jetzt nehmen? Welche Art packt denn das dann noch, wenn uns jetzt schon alle wegsterben? Ja, und dann liest man und hört jetzt auch viel über die goldenen Regeln des Waldumbaus. Ja, dann hört man das hier, weniger Monokulturen, das ist verständlich. Biodiversität auch in der kleinen Skala sehr wichtig. Gibt eine gewisse Sicherheit, sollte eine Baumart ausfallen. Das ist gut, aber dann hier sowas, standortgerechte Baumartenwahl, natürliche Verjüngung, Verwendung einheimischer Arten. Ich habe mal mir die Mühe gemacht, ich habe das mal im Duden nachgeschlagen, was das eigentlich heißt. Natürlich, es bedeutet sich aus den Gesetzen der Natur ergeben. Aber die Natur haben wir ja jetzt verändert. Das Klima ist jetzt ganz anders. Dementsprechend das, was bisher natürlich war, ist das jetzt in 20 Jahren noch natürlich? Also laut der Definition auf jeden Fall nicht. Einheimisch, aus dem eigenen Landstamm, dort fortkommen, dort wachsen. Im Moment sterben die hier.
wie einheimisch die dann in der Zukunft noch sein werden unter den Voraussetzungen oder mit den Projektionen, Klimaprojektionen, ist doch auch dann wieder eine andere Frage. Also was ist dann eigentlich standortgerecht? Schwierig, sehr schwierig. Aber machen müssen wir ja irgendwas. Wir wollen den Wald ja nicht verlieren. Ich denke, das Allerwichtigste ist, dass wir erstmal das hinkriegen, dass wir diese Schäden schneller erfassen und nicht nur in Festmetern. Haben wir jetzt gesehen, die werden im Prinzip so erfasst, dass man schaut sich halt an, was Volumen, wie viel Volumen an Totholz aus dem Wald gebracht wird, und das ist dann unsere Erfassung von diesen Ereignissen. Wir müssen moderne Mittel auch hier anwenden. Satellitendaten zum Beispiel, indem wir erfassen können, wo passiert was, auf welchen Standorten sind welche Arten ganz besonders betroffen, weil nur daraus können wir lernen, welche Arten unter Umständen resistent sein könnten und welche halt nicht. Oder tolerant, sagen wir eher. Verzahnung von Wissenschaft und Management. Ich finde es immer wieder erstaunlich, wenn ich rumreise, manchmal dann auch fliege, sollte ich ja auch nicht mehr, wie viel wir in der Grundlagenforschung über Bäume kennen, wissen, die Anatomie, Embolien, Toleranzen und solche Sachen, Photosyntheseleistungen, diese, und wie wenig in den Waldbau eigentlich einfließt. Das sind zwei Parallelwelten, und ich denke, wir müssten das hinkriegen, dass wir mehr miteinander arbeiten und uns das austauschen. Und in beide Richtungen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann Verwendung von zukunftsorientierten Methoden. Wir wissen nicht, wie die Zukunft aussieht. Wir können Modelle verwenden, wie ich eben gerade gezeigt habe, für diese Klimaprojektion. Das können wir aber auch mit dem Wald machen. Es gibt Simulationsmodelle, in denen wir den Wald projizieren können, und wir können sozusagen heute den Computer errechnen lassen, könnte diese Baumart das unter Umständen packen oder nicht. Und ich denke, wir sind so weit, dass wir das machen müssen. Wir können nicht uns nur noch auf Erfahrungswerte der letzten 300 Jahre berufen, weil das ist wie mit dem Rückspiegel nach vorne fahren. Das funktioniert nicht. Vor allen Dingen, wenn Kurven kommen. Ja, und glaube ich, eine ganz wichtige Sache ist, der deutsche Waldmann muss, Waldfrau, eine größere Akzeptanz für diesen Wandel entwickeln. Wir können nicht erwarten, dass der Wald in der sich so rasch veränderten Umweltbedingungen einfach so bleibt, wie wir ihn seit Jahrhunderten kennen. Das funktioniert nicht. Und wir müssen unsere Förster dabei unterstützen, und wir müssen offen sein, dass wir diesen Wald auch wandeln können. Es kann nicht nur sein, dass wir das alles ausklammern und so tun, als ob das muss das so sein, weil es bei unserem Großvater schon so war. Gut, dann gibt es aber trotzdem noch einen Funken Hoffnung. Ist eigentlich mehr als ein Funken. Kommt noch gleich. Gleich kommt noch ein Feuerchen. Das sind zum Beispiel Beobachtungen, die immer wieder gemacht werden. Das ist hier an der tschechischen Grenze irgendwo, das ist ein Waldgebiet, komplett vernichtet vom Borkenkäfer. Aber wenn man genau hinguckt, da sind noch Bäumchen. Die haben eine Epidemie überlebt, über 10 Jahre. Irgendwas haben diese Bäume, dass die das überlebt haben. Ach, Zufall, Borkenkäfer hat die nicht gefunden. Nordamerika, genau das Gleiche. Da gibt es immer Bäume, die das überleben. Und wir fangen jetzt erst an, auch hier moderne genetische Methoden zu verwenden, um erstmal rauszufinden, was macht diese Bäume so unterschiedlich, dass die das packen. Und auch das sind diese Methoden, die ich denke, die müssen einfach auch in den Waldbau mit einfließen. Wir müssen verstehen, wie die Bäume funktionieren, wir müssen verstehen, wie der Wald funktioniert, und wir müssen so an den Waldbau rangehen und offen dagegenüber sein. Und hier kommt das Feuerchen. Eigentlich ist das ja gar kein Waldproblem, weil Bäume gibt es hier 385 Millionen Jahre. Das ist eine ganz, ganz lange Zeit. Der Mensch ist ganz am Ende hier. Was, 350.000 Jahre vielleicht? Die Schätzungen gehen mal nach links, nach rechts. Aber so lange ist es nicht. Während dieser ganzen Zeit hat es mehrere Massensterben gegeben. Die Bäume haben das überlebt, der Wald hat das überlebt. Und die werden uns auch noch überleben. Ich meine, hier dieses letzte Massensterben, das sind ja wir. Da sind wir. Letztlich ist das ja unser Problem. Der Wald kriegt es irgendwie hin, aber wir dann vielleicht nicht. Gut, das war jetzt alles sehr negativ heute, oder? Vielleicht liegt es daran, dass ich seit 6 Wochen ein Haus renoviere und nur Probleme mit Handwerkern habe. Entschuldigung.
Also, Take-Home-Message. Waldsterben 1. Der große Unterschied ist, dass das damals lokale Ursachen hatte. Und man konnte mit technischen Mitteln das sehr gut eingrenzen und auch bekämpfen und das war prima. Waldsterben 2, wir haben globale Ursachen, das ist ein globales Problem und es ist nicht so leicht, dagegen anzugehen. Ich glaube, wir müssen das aber und wir könnten diese Erfolgsgeschichte des Waldsterben 1 ähnlich auch wieder anwenden, um über die Öffentlichkeit Druck zu machen auf die Politik, damit wir was ändern. Das Klimapaketchen zum Beispiel. Das könnte besser werden, das könnte ein bisschen strenger werden in Richtung Klimaschutz. Und wir sind alle dafür verantwortlich, wir als Waldfrauen und Waldmänner, dass dieser Druck auf der Politik ausgeübt wird. Und wir hatten diese eine Erfolgsgeschichte, wir kriegen das auch nochmal hin. Und dann vor allen Dingen, ich glaube, das müssen wir uns bewusst werden, der Wald, der wird bleiben, der wird sich aber verändern und wir müssen damit leben müssen und wir müssen das akzeptieren. Und wenn wir das akzeptiert haben, dann ist das auch alles gut. Und jetzt kommt meine Nachhaltigkeit, weil das ist ja ein Vortrag über Nachhaltigkeit. Jetzt muss das Wort ja hier auch nochmal fallen, weil letztlich geht es um unsere Nachhaltigkeit. Es geht nicht um die Nachhaltigkeit des Waldes. Vielen Dank.